Und damit hallo und willkommen zurück in der Welt 1 international hier bei Shakes and Fidget. Yo, ich bin der Dicke und beim letzten Mal haben wir ja hier so mal insgesamt ein bisschen überall reingeguckt und ich würde sagen, so machen wir das heute auch einmal kurz in die Taverne hier oben. Wir sind jetzt aktuell bei Aura Stufe 14 auf halbem Wege zum nächsten Level und ja, geht's weiter im Waffenladen. Ich habe natürlich schon mal ein bisschen geblättert hier bis zum ersten Epic. Und da haben wir auch gleich mal einen Kilomatic 5000 im Angebot. Und den hole ich mir jetzt auf jeden Fall mal eben. Und ich bin zu dem Entschluss gekommen, dieses Mal beim Epic Event jetzt nicht das komplette Equipment zu ersetzen. Ich hatte vor, die Waffe zu ersetzen. Das hat glücklicherweise direkt auf Anhieb geklappt. Bringt auch tatsächlich ein bisschen was, also von 712 auf 752, was die Attribute angeht und den Durchschnittsschaden mal um 38 erhöht. Ich denke, alles andere macht jetzt nur bedingt Sinn, zumal ja jetzt hier überall schon fast Edelsteine drin sind, außer jetzt hier im Hut. Zum Thema Edelsteine, ich habe jetzt angefangen hier Ausdauersteine einzusetzen, aufgrund der besagten Tatsache, dass halt diese Geschicklichkeitssteine sehr selten sind und das ist natürlich jetzt in den letzten zwei Wochen auch nicht anders gewesen. Die haben sich insgesamt ganz schön feiern lassen. Wenn wir schon mal jetzt hier in der Charakterübersicht sind, kurz mal was zu den Attributen. Also ich habe jetzt die Attribute Stärke und Intelligenz entsprechend auf 800.000 Gold hochgezogen. Die Geschicklichkeit und Ausdauer sind erstmal so geblieben und auch das Glück habe ich erstmal so belassen, weil das ja nahezu bei 50% ist und ja, ich da jetzt keinen Handlungsbedarf diesbezüglich sehe. Ja, gut, Zauberladen ist jetzt aktuell nichts drin und gut, Charakter hatten wir gerade. Post. Und zwar hier einen sehr langen Brief von Alpha bekommen und es hat sich rausgestellt, dass der besagte Darky aus der letzten Folge ist. Und er hat mir dieses Mal auch wieder geschrieben. Moment, dazu klicke ich hier unten nochmal kurz. Und zwar sagt er nochmal, dass die Dungeons in der Schattenwelt erst dann freigeschaltet werden, wenn im vorherigen mindestens 5 Gegner gelegt wurden. Und ja, sowas in die Richtung hatte ich ja schon irgendwie vermutet, da sich die Schlüssel ja immer ein bisschen feiern lassen, bis ich eine Folge gemacht habe. Aber danke für den Hinweis an der Seite. Und des Weiteren sagt er, dass es ab Dungeon 5 dann tatsächlich schwer wird. Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. So, wenn wir schon mal dabei sind, Gilde, gucken wir hier mal kurz rein. Also hier hat sich jetzt auch wie immer nicht sehr viel getan. Wir haben inzwischen 2 weitere Raids geschafft. Stehen jetzt quasi am Raid 29 und ja, können da entsprechend weitermachen. Und das soll es jetzt auch erstmal zur Gilde gewesen sein. Gucken wir in die Festung und hier ist der Abbau der Festung Stufe 12 tatsächlich abgeschlossen. Ich habe jetzt hier angefangen. Moment, was hatte ich jetzt als erstes? Nicht das Arbeiterquartier, das verwirrt mich. Nee, tatsächlich, also die Befestigung habe ich auf Stufe 12 bereits gebracht, aufgrund der Tatsache, dass mir sehr oft irgendwelche Gegner geschickt wurden. Das habe ich jetzt hiermit unterbunden, das scheint auch ganz gut zu klappen. Und die Schmiede läuft jetzt aktuell mit dem Ausbau auf Stufe 12. Ich muss sagen, die Ausbauzeit von 6 Tagen ist echt extrem heftig. Und naja, gut, kann man nichts machen. So, und bevor wir jetzt in die Dungeons gehen, habe ich noch eine kleine Information für euch. Ich hatte ja in der letzten Folge den Aufruf des Entwicklerteams, was Steam angeht, vorgestellt. Und da gibt es tatsächlich Informationen. Hoppla. Und zwar, wenn man hier oben mal im Bereich, wo waren wir, Greenlight geht. Und jetzt hier mal nach Shakes and Fidget sucht, sehen wir jetzt hier die aktuellen Informationen, was diese ganze Abstimmungsgeschichte angeht. Und wir sehen es hier oben schon, dieses Spiel hat grünes Licht erhalten. Das heißt, die Abstimmung ist beendet und das Team von Valve hat jetzt quasi beschlossen, dass das ganz gut kommt, so wie die Abstimmung gelaufen ist. Und hier bedankt sich das Entwicklerteam, also Playa Games, jetzt nochmal für die
ja, rege Teilnahme an der Abstimmung und dass das alles wunderbar funktioniert hat. Als Release-Datum wird jetzt hier quasi Februar 2016 genannt und ich gehe davon aus, das wird dann auch so kommen. Allerdings denke ich nicht, dass es jetzt in irgendeiner Weise einen Unterschied macht, ob ich das Ganze im Browser oder im Steam zocke. Ja, also es wird wahrscheinlich genau das gleiche Spiel sein, bloß dass es halt dann im Steam ist. Vielleicht gibt es noch ein paar Erfolge, aber das glaube ich zumindest für den Anfang erstmal nicht. So, ja, dann haben wir das quasi auch abgeschlossen. Dann gucken wir doch in den interessanten Part, und zwar in die Dungeons. Dungeons, so. Und natürlich, wie sollte es auch anders sein, habe ich den nächsten Dungeon freigeschaltet, kurz nachdem ich das Video dann aufgenommen habe. Und ja, gucken wir rein. Windelementar hat natürlich nichts zu melden. Und ich denke, das wird jetzt auch erstmal so weitergehen bis ja, zum besagten Dungeon 5. Und dann wird es tatsächlich spannend, wie sich das entwickeln wird. Oh! Wir wurden tatsächlich besiegt. Fieser Monsterhase hat uns den Garaus gemacht. Gut, war einfach nur ein schlechter Try. Das kann schon durchaus sein. So. Die nächste Niederlage hier in der Schattenwelt. Okay, also so langsam bewegen wir uns ja tatsächlich auf einem interessanten Level. Und ja, jetzt haben wir diesen Dungeon offensichtlich auch erledigt. So, hier gleich noch ein Level abkassiert. Sehr gut. Und dann gucken wir hier gleich mal nochmal rein. Nochmal eben die Begleiter nachziehen. Aber wir fangen natürlich wieder an im 13. Stock. So. Und Roman läuft schon besser als in der Vergangenheit, aber immer noch nicht gut genug. Ja, inzwischen nähern wir uns vom... schöner 2. Inzwischen nähern wir uns vom Level hier auch schon der 300. Also der Abstand zu Roman wird immer kleiner. Aber er will nicht. Er will nicht. Er will nicht. Aber wenn Roman jetzt schon so intensive und knappe Tries dabei hat, könnte es sein, dass wir Peter besiegt bekommen. Und das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Und dann gucken wir doch mal. Holunder, ja. Okay, kein Platz im Rucksack. Das ist ja blöd. Tatsächlich. Einmal kurz geprüft, was wir da jetzt irgendjemanden verteilen können. Diese Schuhe sehen interessant aus. Naja, dann kriegt er da auch gleich einen Stein rein. Zack. Was haben wir hier? Alle Attribute, das lasse ich erstmal so liegen. Intelligenz und Ausdauer. Nee. Geschick. Das könnte funktionieren. Jo. Und was haben wir hier noch? Glück, alle Attribute, alle Attribute. Prüfen wir das mal. Nee, das brauchen wir nicht. Und was hatten wir jetzt hier noch? Ein paar Anhänger mit alle Attribute, aber die haben alle spezifische. Ja, nee, dann entsorge ich das Ganze. Einmal alles weg. Das kann auch weg. Was war das? Ach so. Ja. Da könnten wir gleich nochmal prüfen, ob das eventuell die Kollegin hier braucht. Und das sieht, naja, doch, den kriegt sie. So. Und des Weiteren kriegt sie den Chicken Master in der aktuellen Version. Und dann haben wir erstmal wieder Platz. So. Holunder wollten wir uns angucken. Und auch der ist mit seinem Level 340 schon einer der höheren Kollegen. Ich weiß jetzt gar nicht, was Peter hatte, aber gut, nicht hoch genug. Sehr gut. Weiter geht's. Drogo. Sehr unterschiedliche Kampfergebnisse, die wir hier vorfinden. Aber auch er fällt. Sehr gut.
die rote Blindschleiche. Und ja, der Kollege will erstmal noch nicht, aber ich denke, drei Bosse in Osteros gelegt, das ist schon an sich ganz brauchbar. Kurz nochmal geprüft, hier alle Attribute, nein, warum sollte da auch was rauskommen, was da irgendwie Sinn macht? Aber hier gab es auf jeden Fall ein paar Level-Ups, das heißt, wir können hier noch ein bisschen nachziehen. Und hier direkt loslegen. Ich schiebe das Ganze hier mal eben eine Etage nach oben. Dann haben wir hier ziemlich viel Platz. Und gucken hier einfach mal, wie sich das verhält. Gut, ich muss sagen, ich hätte da jetzt mit deutlich mehr gerechnet. Aber funktioniert. So, wenn wir jetzt noch die nächsten zwei Etagen gebasht bekommen, wäre das ziemlich cool. Weil dann hätten wir quasi die magische 70 überwunden, aber mal gucken. Es sieht noch nicht schlecht aus, aber gut erst dann, wenn er liegt, und zwar jetzt, genau. So, und dann geht's weiter. Peter. Ich glaube, wir werden von irgendwelchen Peters verfolgt, ob die nun Peter oder Peter heißen hier, das ist ja erstmal egal. So, übrigens sehr geil, Stärke. Mal kurz prüfen hier. Ja, das soll er haben und dann soll er gleich auch einen Ausdauerstein da reinbekommen hier. Und damit sind meine Steinvorräte dann auch aufgebraucht, aber weiter geht's. Schöne Prinzessin. Tut mir ja leid, dass ich sie verletzen muss hier. Aber sie hat es ja so gewollt. Sie steht halt einfach auf der falschen Seite. So, weiter geht's. Furchtloser Wanderer. Der erste Try sah schon echt gut aus. Die darauf folgenden dann nicht mehr ganz so. Oh. Der hingegen schon. So, Rot-Weißchen. Und Fußballanhänger des Vereins Rot-Weiß Erfurt, wenn ich mir das so anschaue. Oder auch nicht. Wir werden es nur nie erfahren. So, und ich glaube fast, dass dies der Bossport ist, an dem wir heute scheitern werden. Schauen wir mal. Einen machen wir noch und nee. Die lassen wir fürs nächste Mal stehen, aber ich würde sagen, es war auf jeden Fall sehr erfolgreich heute. Osteros gut vorangeschritten und auch hier in der Schattenwelt quasi den nächsten Boss besiegt. Und ja, dann geht's ja dann quasi in der nächsten Folge im Smaragdschuppenaltar weiter. Starten wir hier mal eben noch eine Quest. Und dann überlege ich nochmal kurz, ob ich irgendwas vergessen habe. Aber ich glaube, an sich eigentlich erstmal nicht. Ja, machen wir noch das obligatorische Rad drehen hier einmal. Und dann soll es das für diese Woche auch gewesen sein. Nochmal kurz eine Info zur nächsten Folge, und zwar werde ich in der nächsten Folge vermutlich wieder irgendwo im Ausland unterwegs sein, und ich weiß noch nicht so ganz, wie ich es mache, ob ich die Folge eventuell irgendwie vorproduziere, was dann allerdings auch wieder nicht ganz so cool wäre, weil dann natürlich der Fortschritt fehlt, oder ob ich in irgendeiner Weise dort vor Ort wieder was aufnehme, allerdings fehlt mir da dann wieder die Internetanbindung. Ich lasse mir was einfallen, wir werden es sehen. Verzeiht mir, wenn die Folge vielleicht einen Tag später kommt oder auch zwei, aber ich versuche mein Bestmenschenmöglichstes, da diese Folge rauszubringen. So, dann ja,
bin ich an sich durch soweit. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Guckt doch mal unten in die Videobeschreibung, da sind meine Social Media Links. Geht ruhig mal auf Facebook, schreibt mir da irgendwas oder liked oder abonniert oder wie auch immer man das da nennt, mich. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Shakes and Fidget, Welt 1 International. Ich bin der Dicke, bis dahin.